Mein Name ist Martin Wölker. Ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik, erster Teil. Das habe ich aufgebaut. Ein Haufen Kisten, zwei Produktionsmaschinen, noch ein paar Kisten, ein paar Greifer und viele Kombinatoren. Mein Ziel ist es, diese Produktion hier mit Kupfer zu versorgen, damit sie Kabel herstellen kann, ohne dass ich permanent Material hier auf diesen Förderer drauflege, sondern nur dann, wenn ich Material wirklich brauche. In den Kisten ist drin Kupfer, Kunststoffstangen, Eisenplatten. Und hier ist die entsprechende Logik, die dafür sorgt. Kann ich die Platte anbringen? Ja. Die Kiste. Im Methan ist nichts drin. Wenn unter 70, dann Lämpchen an, S ausgeben, über 140, Lämpchen an, R ausgeben. Signal dann auf den nächsten Kombinator machen und über Kreuz verkabeln. Diese Überkreuzlogik sagt jedem, das ist eine Flip-Flop-Logik. Probieren wir es aus. Ich lege mal 45 rein, nichts passiert. Ich lege noch 45 rein, dann haben wir 90. Ah, Untergrenze überschritten, bleibt aber an. Jetzt lege ich noch welche rein, nochmal 100, obere Grenze, wunderbar, Reset. Nehmen wir es raus, machen wir wieder diese 100 hier, bleibt an, wenn ich die untere Grenze unterschreite, ist das wieder an. Was ist das? Ein Flipflop. Und das Flipflop macht folgendes, es springt genau dann an, wenn man die untere Grenze hat, hält dann einen Pegel. Und erst bei der oberen Grenze wird zurückgesetzt. Dieses Signal muss ich irgendwo hin transportieren, sonst alleine ist ja nichts wert. Einfach dumm, dumm, dumm. Jetzt habe ich hier auf dem Bus das draufliegen. Momentan ist alles gut. Ich entnehme ordentlich was. Klack. Signal kommt und mein Greifer schickt Material los. Wie viel haben wir drin? Wir haben jetzt insgesamt 21, geht nach oben, kann man rechts schön sehen, wie das nach oben läuft. Achten wir auf, wenn 75 ist, was dann passiert. Aha, Lämpchen aus. Jetzt haben wir gleich die 140 erreicht. Zack. Hört auf zu liefern. Puffer ist noch voll. Der Förderer ist ein Puffer, ein kleiner. Wenig ist entsorgen und fertig. Ja. Was mache ich mit dem Zeug jetzt? Gleiche Logik, Kiste, Maschine, packt in Kiste. Gleiche Logik, es ist was gefordert, Greifer sagen, du sollst was tun. Kein Kabel da, setzen, so viel Kabel da, zurücksetzen. Maschine sagen, Mama, wir stellen jetzt bitte mal Kabel her. Kabel sind immer gut, kannst du nicht genug haben. Ich muss nicht nur anschließen, ich muss natürlich auch dem Greifer sagen, was er tun soll. Wenn es, dann leg los. Und die Maschine produziert. Da wir jetzt keine Lust haben zu warten, machen wir hier mal einen schnellen Greifer rein. Hier mal einen Stapelgreifer rein. Die Produktionszeiten sind unglaublich kurz, geht ganz schnell. Und auf Beschleunigungsmodul, dann ist das Radzeug erledigt. Ja. Obere Grenze, Reset, Kiste genug. Verbrauch und produziert nach. Guck mal hier. Ah. Was passiert, wenn ich noch einmal welche verbrauche? Ah, untere Grenze unterschritten. Nachliefern. Das heißt, der Verbrauch hier triggert die Maschine. Die Maschine versorgt sich von hier. Und der Verbrauch in dieser Kiste triggert den Nachbezug. Das kann man jetzt weiter treiben über mehrere Stufen. Man baut sozusagen eine ziehende Supply Chain auf. Ich will was versorgen und wenn Material rausgenommen wird, wird automatisch nachgeliefert. Das ist in der Industrie absolut normal, hat den Vorteil, meine Transportstrecken sind eigentlich leer. Gut. Ich will hier, will ich Kupfer, weil ich grüne Partien herstellen, weil grüne Partien immer gebraucht werden. Gucken, eingestellt auf unter 20, aha, gut. Rotes Kabel anschließen an den Greifer. Dem Greifer sage ich immer zu, du arbeitest aber bitte dann, wenn Setzen gefordert ist, und zwar größer 0. Jetzt muss ich noch Eisen haben. Eisen tue ich in diese Kiste hinein. Dann sage ich mal, gut. Auch hier erzeuge ich Setzen. Wenn ich jetzt Setzen mache, was passiert? Dann läuft auch Kupfer los. Das ist nicht gut.
nehme ich ein anderes Signal. Ich muss ja nicht S zum Starten benutzen. Ich kann ja sag mal, sagen, Eisen. Eisen ist einfach, da kann man sich gut merken. Wenn Eisen gewünscht ist, ne, dann ist Eisen drauf. Lämpchen muss natürlich auch auf Eisen stehen. Ich muss jetzt mal alles umstellen. Und wir wollen Eisen haben. Das lege ich wieder auf mein grünes Signalnetz drauf und sehe ich tatsächlich, ne, ich schicke das Signal Eisen. Wenn ich Signal Eisen schicke, soll bitte dieser Greifer auch arbeiten. Größer 0. Und er legt los. Oh Mist, der Greifer weiß nicht, was er nehmen soll. Das muss ich unterbinden. Ja, wie macht man das? Filternde Greifer einsetzen. Und dem sage ich immer zu, du nimmst bitte nur Kupfer. Der füllt sich jetzt hier fleißig auf, hat jetzt schon 66, 69. Gleich haben wir die nächste Grenze erreicht dann. Was passiert dann wieder? Und fertig. Und damit der auf die Dauer nicht aufverwirrt wird, wir können ja noch mehr Zeug schicken über unseren Förderer. Auch dem sage ich bitte nur Eisen nehmen. So, jetzt haben wir hier die Produktion. Hier ist Kupferkabel drin. Da ist Eisenplatten drin. Also stellen wir jetzt Platten her. Auch das ist uns etwas zu lahmarschig. Also wieder das gleiche Trick, einfach schneller als Greifer. Wenn man das genau macht, müssen wir noch drüber nachdenken. Das ist eine Frage des Balancing. Das erklären wir in einem anderen Video. Aha, die Versorgung mit Kupferkabeln ist zu langsam, brauche nicht ganz viele von, also machen wir jetzt hier noch mehr rein, fertig. Und noch einmal, irgendeiner braucht grüne Platinen. Weg sind sie. Ja, und jetzt läuft sie schon los, haben gesehen, der war zu langsam, konnte nicht schnell genug da Kabel reinpacken. Was passiert? Oh, irgendeiner braucht Eisen, irgendeiner braucht Kupfer und ich schicke über einen Förderer verschiedene Materialien und die werden schön wegsortiert. Also was wir haben, ist eine kleine Supply Chain. Ich habe hier Kupfer, hier habe ich grüne Platinen, da habe ich Kupferkabel, da habe ich Eisen, da habe ich Kupfer. Und wenn irgendwo Material entnommen wird, ne, kann zum Beispiel jetzt hier der Fall sein, ne, die sind jetzt raus, ne, dann werden die nachproduziert. Und wenn jetzt der was braucht, dann werden die nachproduziert. Und das ist die Idee. Das ist vollkommen asynchron. Und der Verbrauch in einer Senke steuert den Nachbezug und auch die Nachproduktion. Man könnte sozusagen sagen, ein Prozess produziert, versorgender Puffer, Produktion, entsorgender Puffer. Dieser ist dann wieder Quelle für den nächsten, eine kleine Supply Chain und sonst auch gar nichts. Nun gut, das war es eigentlich schon für heute. Wir werden demnächst versuchen, das ein bisschen komplizierter aufzubauen, noch mehr Varianten reinzumachen. Weil dieses Konzept kann man weitertreiben. Es hat einen ganz klaren Vorteil. Ich habe immer nur so viel Vorräte, wie ich gerade brauche, um den folgenden Prozess mit Material zu versorgen. Der Kniff ist dran, das muss ausbalanciert werden. Aber das ist ein anderes Thema. Danke und bis zum nächsten Mal.